Servus, heute wieder beim Wandern. Heute am Kocher am See. Wieder eine Strecke von Komoot, der App. Die Route werde ich natürlich wieder verlinken. 8 Kilometer ist die Strecke und ja, schauen wir mal, wie es läuft und wie es wird. So, wir starten jetzt am Ostufer vom Kochersee und jetzt geht es erstmal durch den Wald. Ja, unser Ziel ist heute Sonnenspitz und laut der Schild brauchen wir 2 Stunden. Und dann mal los. Und es geht diesmal die ganze Zeit bergauf. Also heute wird die Kondition sehr beansprucht. Schauen wir mal, wie gut wir das machen. Wir biegen jetzt ja scharf links ab in einen ganz engen, gruseligen Weg. Die erste halbe Stunde haben wir weg. Bis jetzt sind es echt nur so Trampelpfade. Hier. Das ist nur sowas. Nach einer halben Stunde ist das Pixel fertig. Wir brauchen mehr Training, wir müssen mehr wandern gehen. Glücklicherweise haben wir den Wald jetzt hinter uns gelassen. Gucken, wo es jetzt lang geht. Irgendwie ist so eine Lichtung. Ganz habe ich die Orientierung noch nicht, aber wir müssen da irgendwo hin. Mal sehen. Wir haben ungefähr die Hälfte des Weges jetzt zum Sonnenspitz geschafft. Und ist gerade eine übelst geile Felswand. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Es sieht auf jeden Fall echt schön aus. So, das war's. Schön, schön, schön. Weiß ich auch, was es ist. Das ist eine Kletterwand. Auch sehr steil aus. Ich würde es nicht machen, aber kann man auf jeden Fall hier machen. Oh, das ist alles voller Mücken hier, ey. Das geht gar nicht. Also Mückenspray ist zu empfehlen. Und was sieht er? Schön. Wir sind jetzt kurz vorm Sonnenspitz, das ist nicht mehr lange, aber zwischendurch ein geiler Blick auf den Kochelsee. Guck euch das an. Ist das nicht herrlich? Schön, 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 schön. Ah, ja. Aber der Weg ist mega anspruchsvoll. Dann mach ich, zeig das mal. Ja, mit Kamera. Jetzt geht's mal hier rum, so, hier hoch und dann, Alter, was ist das denn? Ja, ja, ja. Ei, ei, ei. So, und dann irgendwie da und wir schauen mal. Am Sonnenspitz, aber da oben ist die Hölle los, aber der Ausblick ist fantastisch, kann ich nur empfehlen, ist schön, 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 schön. Da hinten ist der Sonnenspitz und da sind so viele Leute, dass du es nicht mal schaffst, an die Spitze zu kommen und irgendwie coole Bilder zu machen. Also Sonntag, ich bin Hammers, 12 ist da, weiß nicht, ob das Zufall ist oder immer so ist, auf jeden Fall ist da übelst viel los, war gerade sehr unentspannt, aber wir gehen weiter, wir gucken, was wir noch so sehen. Den Weg, den wir hochgegangen sind, der war jetzt nicht ganz ohne. Also Leute mit Höhenangst, Augen zu und durch. Ich habe auch Höhenangst gehabt, aber es ging. So, Schatz, Fazit? Ich habe Angst. Nein. Es ist okay, aber die Höhen hier sind schon echt nicht ohne. Ich bin froh, meine 2 Stöcke. Wir sind übrigens die ganze Zeit am Bergab laufen. Ich weiß gar nicht, wo der nächste Stopp ist. Jetzt schauen wir mal. So, jetzt machen wir eine kleine Pause. Die haben wir uns verdient, diese Aussicht. Das ist so ein kleiner Vorsprung vom eigentlichen Weg. Und ja, wir haben jetzt ein bisschen über die Hälfte geschafft. Aber es ist gerade so gemütlich.
So, wir laufen jetzt schon wieder 20 Minuten nach unserer Pause gerade eben. Und was soll ich sagen? Es sind kaum noch Wanderer unterwegs. Wir sind fast alleine. Im Hintergrund waren gerade noch welche. Die sind schon wieder weg. Hoffentlich nicht abgestürzt. Und jetzt ist es noch eine Stunde. Und ich nehme an, dass es jetzt genauso sein wird, wie was wir hier gerade laufen. Die ganze Zeit einfach nur bergab über solche Feldwege, Trampelpfade. Und wenn wir das geschafft haben, dann war es das wahrscheinlich auch schon wieder. Mal schauen, ob wir noch geile Bilder einfangen können. Aber der Weg ist bis jetzt übrigens 100% unbefestigter Weg. Unbefestigter Weg. Ups. Also nichts mal mit zwischendurch entspannen auf Schotterweg oder so. Es ist echt. Also wichtig, gute Schuhe. Also nicht auf keinen Fall mit Turnschuhen oder sowas belaufen, sondern ihr braucht wirklich gutes Profil. Oh, da habe ich gerade die anderen Wanderer entdeckt. Doch nicht abgestürzt. Ich glaube, das ist jetzt so der letzte Panoramablick, den wir jetzt auf dieser Wanderung genießen können. Und nochmal ganz schön Kochel am See. Nee, ist der Kochelsee. Viertartiger See und 10 Kilometer lang, 3 Kilometer breit. Wunderschön, wunderschön, schön, schön, schön. Völlig erschöpft sind wir wieder fast angekommen. Wir laufen jetzt die letzten 20 Minuten und, oh Gott, aber es reicht jetzt aber auch. Ich habe keinen Bock mehr. Das, hast du Bock? Nein, dann komm mal nach Hause. Ja, so geht's mir auch. Also der Weg ist echt anstrengend. Das ist die ganze Zeit unbefestigt. Entweder geht's nur berghoch oder es geht nur bergunter. Ich fand's ein bisschen eintönig tatsächlich, so vom Weg her. Aber ist schon naturbelassen, alles schon schön. Aber ich muss auch sagen, also der Weg, also man braucht wirklich richtig gute Trittfestigkeit, weil man hier so schnell wegrutscht. Entweder hast du schöne Wurzeln oder wie hier schöne große Steine oder einfach nur solche Feldwege. Jo, mir hat auch eine Alm zwischendurch gefehlt oder so. Einfach mal ein bisschen Abwechslung. Oh, guck mal da unten. Ja, wir sehen den See. Was ist denn? Der Kamera sehe ich nicht. Da. Hm. Okay, wahrscheinlich hören wir uns nicht nochmal. Das war's. War schön. Aber ich sag mal, für geübte Wanderer und Leute, die gerne die Ruhe genießen, auf jeden Fall zu empfehlen. So wie wir, die gerne in der Alm einkehren wollen, die hier Kaiser schmarrn wollen, Bierchen, das ist nicht zu empfehlen. Beziehungsweise für Ungeübte. Das war schon schön, aber ich brauch's kein zweites Mal. Ich komme auch nicht mehr zu Wort jetzt hier, oder? Nein. Ach so, 4 Stunden laufen wir. Also das ist die Tour angegeben und wir laufen jetzt 6,5 Stunden, also mit Pausen. Aber wenig Pausen. Aber wenig Pausen. Heute sind wir mal nicht so übelst verspätet. Ach, egal, warm. Heute.